Also ich denke, am ehesten lässt sich das hier unter Verletzung der Tierhalterfürsorge. Aber es ist ja nicht mein Känguru. Ich weigere mich, dieses Gericht anzuerkennen, solange es mich nicht anerkennt. Scheiß Klassenjustiz! Jetzt habe ich aber die Faxen, Dicke. U-Haft wegen Verletzung der Tierhalterfürsorgepflicht. Kaution 5.000 Euro. Es geht nach wie vor um Sachbeschädigung nach Paragraph. No justice, no peace, fuck the police. 10.000 Euro Kaution. Bringen Sie Ihren Känguru ein bisschen Respekt. Das ist ja nicht mein Känguru, es gehört sich selber. Es ist da sehr eigen, wenn es um Besitzverhältnisse geht. Nicht ich habe ja nichts gegen Klassenjustiz. Mir gefällt nur die Klasse nicht, ich die Sie macht. Etwas mehr Respekt vor dem Gericht. Kein Respekt für Scheiße! 20.000 Euro Kaution, ja. Sag jetzt nichts, bitte sei einfach still. Die Geschichte wird mich freisprechen. Dir passiert überhaupt nichts, du Arsch. Die wollen nur mich dran kriegen. Ach, echt? Ja. Corona setzt uns allen zu. Es gibt schon Leute, die denken sich die wildesten Verschwörungstheorien aus, ja, dass Bill Gates den Virus erfunden haben soll. Dabei war es doch eindeutig Jeff Bezos, ja? Also ich meine, der Chef von Amazon. Weil man muss sich doch mal fragen, cui bono, ja? Wer profitiert? Und das ist Amazon. Und wenn ich dran denke, wie der da sitzt, in seinem Hauptquartier in Atlantis, mit seiner Armee von Echsenmenschen, ja? Dann könnte ich... Stopp mal kurz. Vielleicht solltest du lieber nur vorlesen, was auf dem Zettel steht. Entschuldigung. Na? Werdet ihr langsam wahnsinnig zu Hause? Hier kommt die gute Nachricht. Die ersten Kinos dürfen wieder öffnen. Ihr müsst euch den Fantasy-Kram also nicht mehr selber ausdenken. Mit anderen Worten, wir bringen die Känguru-Chroniken wieder ins Kino. Und zwar in 3D? Ernsthaft? In 3D? Boah, lass mich das machen, das ist ja furchtbar. Hey Fans, wir bringen die Känguru-Chroniken nochmal ins Kino. Und zwar in 3D. Leider ist auch der Produktionsfirma das Geld ausgegangen und deswegen gibt's nur eine Einstellung in 3D. Aber die ist geil. Mega geil. Thank you.